Das Ende des Zweiten Weltkrieges liegt 50 Jahre zurück. Wir haben in unserem Leben keinen Krieg erlebt. Gewalt ja, in Form von Kriminalität. Aber es gab keine Periode der legalen Gewalttätigkeit für unser Land. Frieden. Arbeiten wir an der Sicherung des Friedens? Was hat der Frieden für unser Land bedeutet? Für unsere Stadt? Für uns? Sämtliche Anstrengungen, die das Land für den Krieg erbracht hat, endeten mit Hiroshima und der Niederlage. Danach kamen die Amerikaner und brachten uns die nukleare Abschreckung, ihren kalten Krieg, den Hollywood-Kaugummi-Krieg. Und heute gibt es überall auf der Welt echte tödliche Kriege, Bürgerkriege, Leid, Elend, Tod. Wir sind ein reiches Land. Aber worauf basiert unser Wohlstand? Auf den blutigen Leichen aus all diesen Kriegen. Sie sind die Grundlage unseres Friedens. Wir stecken die gleiche Anstrengung in die Gleichgültigkeit wie unsere Eltern in den Krieg. Andere Länder, die bequemerweise weit entfernt sind, zahlen den Preis für unseren wohlhabenden Frieden. Wir haben sehr gut gelernt, ihr Leid zu ignorieren. Ganz gleich, wie widerwärtig der Frieden sein mag, er ist es dennoch wert, bewahrt zu werden. Es mag ein unmoralischer Frieden sein, vielleicht sogar ein ungerechter Frieden. Aber ein ungerechter Frieden ist trotzdem besser als ein gerechter Krieg. Ich teile Ihre Abneigung auch gegen gerechte Kriege. Wenn es das überhaupt einmal gegeben hat, war es der Krieg gegen die Nazis. Unsere Alliierten, Goto, unsere Alliierten. Aber wie viele Millionen sind für etwas gestorben, das ihre verlogenen Führer einen gerechten Krieg nannten? Und doch scheint es mir, als sei die Linie zwischen einem gerechten Krieg und einem ungerechten Frieden sehr dünn. Wenn ein gerechter Krieg eine Lüge ist, ist dann nicht ein ungerechter Frieden ebenso verlogen? Man sagt uns, es herrscht Frieden. Aber wenn wir uns umsehen, finden wir keine Worte dafür. Unsere Umwelt beweist, dass wir nicht glauben können, was man uns sagt. Am Ende führt jeder Krieg zu einem Frieden. Und jeder sogenannte Frieden birgt in sich die Saat eines neuen Krieges. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Realität des Krieges uns die Illusion raubt, dass die Abwesenheit von Krieg schon Frieden bedeutet. Ich frage Sie also noch einmal, was versuchen wir zu bewahren? Wir genießen den Frieden auf unseren Fernsehschirmen. Aber außerhalb des Blickwinkels der Kamera tobt der Krieg. Wir vergessen, dass wir nur einen Axtsprung entfernt von der Front leben. Nein, wir vergessen es nicht. Wir weigern uns schlicht und einfach daran zu denken. So darf es nicht weitergehen. Eine Geschichte. Ein Mann feuert viele Jahre mit seinem Gewehr und zieht schließlich in den Krieg. Danach kehrt er nach Hause zurück. Und er stellt fest, egal was er ab jetzt in seinem Leben tut,
Ob er ein Haus baut, eine Frau liebt, die Windeln seines Sohnes wechselt. Er bleibt für immer ein Jarhead. Und all die anderen Jarheads, das Töten und Sterben, wird immer ein Teil von mir sein. Wir sind immer noch in der Wüste.